Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe nämlich jetzt neu gestartet, wie man sieht, macht nämlich hier gar keiner mehr irgendeine Aktion. So. Er steht hier, das ist schön. Boah, ey. Klasse. Kriege ich die Typen da nicht außer Ecke? Super! Ich will ein Video aufnehmen, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur den Sheet eingeben. So, und vielleicht geht der da jetzt mal weg. Mach mal schweres Gewichte heben. Katastrophe. Immerhin scheint er zu essen. Sieht zumindest so aus. So, du gehst jetzt mal in dein Alltagsoutfit. Weil es ist nur so eine Vermutung, aber dein Sohn könnte mal gebadet werden. Und du? Oh, er muss zur Schule. Stimmt. Schule gibt es ja auch noch. Jetzt stinkt er zwar total, aber egal. So, geh einfach fleißig lernen, dann fällt das nicht auf. So. Frau Schwanger geht trotzdem noch joggen, ist kein Problem. Ich dachte gerade, er ist bei Livers auf dem Balkon, aber es ist nur hier. Dann ist ja gut. So, was hat er jetzt hier? Er hat hier gar nichts gemalt. Ja, alles klar. Es ist okay. Warte mal. Okay, er stinkt noch. Ich wollte gerade sagen, so, der ist aber nicht wieder sauber. Mach mal schneller, der feine Herr da hinten. Wenn die schon in der Bewegung stehen bleiben, ne, da kriege ich schon Aggression. Ich finde geil, dass man hier unten dann Frischluft hat. Okay, ich werde jetzt auch diese Anlage ins Inventar packen. Weil mich regen dieses Musikkrams, ey, das stört mich. So, das verkaufen wir auch, das Stück. So, Gewichte heben, packen wir mal hier hin. So, Katze packen wir mal hier hin. Das kommt weg. Und wir können keine Yogamatte hinlegen, habe ich vergessen, aber das bleibt jetzt so. Unabhängig. Ach ja. Wir haben ja schon angefangen, hier alles Mögliche. Oh Gott. Wir lernen draußen natürlich. Ändert sich diesmal was? Hä? Okay. Ach, ich habe draußen Lernen gemacht, ne? Ups. Hoppala. Oh, sie hat Level 9 der Fitnessfähigkeit. Stimmt, ich muss ja noch programmieren. Er tanzt da schon. Okay, du darfst deinen Sohn mal beachten. Liebevoll umarmen. Ich finde das geil, dass das, wenn die versuchen zu tanzen, einfach so komisch aussieht. Oh ja, so werde ich auch mal mit meinem Kind plaudern. So. Verkaufen wir das mal. Er ist inspiriert. Das nutzen wir doch, um hier ein großes klassisches Gemälde anzufertigen. Die alte ist fertig. Dann geh mal auf die Toilette, nimm eine erfrischende Dusche. Nimm dir hier so ein Frühstücksdings. Schmeißen das jetzt einfach in den Müll.
Und dann gehst du vielleicht einfach nochmal schlafen, weil schwanger und so. Was ist mit ihr? Sprechen beibringen. Aya muss dann zur Arbeit. Okay, das kann sie natürlich auch machen. Irgendwie bringt es das nicht. Geh noch mal spielen. Ich finde, das sieht immer so toll aus, wenn die spielen. Spielen. Wogrichab? Orza! Warba! Oh, Bartim! Ach, ist das schön. Ich könnte da einfach nur bei zugucken, so. Familie und so. Hat schon was. Okay, dann. Darfst du dir auch hier von was nehmen? Soll die Katze das halt ausräumen? Die hören ja auf eh nichts mehr, die Katzen. So, dann kannst du mal aufs Töpfchen gehen, damit das mal gelevelt wird. Und ich glaube, mit Lama malen, weil du dringend noch Fantasie brauchst. Okay, geh einfach direkt zur Arbeit. Er ist am Malen, ist gut. Sie setzt sich an den Pool, um zu essen. Das mache ich auch regelmäßig. Als ob das selbstverständlich ist, im Garten am Pool zu sitzen und Mittag zu essen. Wie sie guckt, du hast doch keine Ahnung. Ich finde, der Baum spiegelt sich einfach so geil. Sieht schon sehr idyllisch aus, ne? Hat schon was. Kometenhaft. Dani kann das Wochenende genießen. Kometenhaft. Er ist kokett. Du hast ein Kompliment von einem niedlichen Klassenkameraden bekommen. Ein niedlicher Klassenkamerad? Scheiße. Trotzdem ein wenig Zeit opfern. Nein, er muss keine Zeit opfern. Drei Tage. Da muss man keine Zeit opfern. Fehlerischer Esser. Kreativ begabt. Okay. Aber du machst erstmal das hier heile. Was machst du? Nimm dir mal davon eins. Schau dabei den Kochkanal. So, wir machen das jetzt, dass die hier schön leveln. Nachdenklich duschen, das räumen wir wieder ein. Das verkaufen wir. Ja, ich will es verkaufen. Mal sehen, wie weit beide kommen. Ehrlich und direkt. Leistungsverbesserung mittelgroß. Hier ist Leander. Ja, das ist schön, aber das machen wir mal anders, das Abhängen. So. Chihiro ist dann auch mal zur Arbeit. Gut, ihr dürft fleißig arbeiten. So, Isaiah hat Level 2 der Dingsfähigkeit erreicht. Dann trinkst du mal davon eins. Ja, dann kannst du mal meditieren. Ich finde diese dunkle Meditation, die ist schon geil. So. Wo geht er jetzt hin? Der Gute bekommt langsam Hunger.
Ich werde ihm das jetzt einfach mal vor die Füße stellen. So, dann nimmst du dir davon jetzt mal ein Gericht. Oder meditiert er? So, dann einmal nachdenklich duschen und malen. So, und du wirst Bücher kaufen. Plasmabeutel. Bücher kann man ja schlecht trinken. Nur so eine Idee, dass das so sein könnte. So. Er sitzt da und ist auf seinem Koala-Dingens, was auch immer. Monster. Koala hatte ja Aya, glaube ich, als Kind. So richtig zufrieden. Das sieht total natürlich aus. Also, ich muss schon sagen, da toll gemacht, Sims 4-Entwickler. So, wie sieht's mit Töpfchen aus? Töpfchen kann noch. Und dann schlafen gehen. So, und du darfst dabei mal trinken. Das klingt, als ob er so ein Alkoholiker wäre, ne? Aber ich finde das praktisch, dass die beim Malen einfach auch trinken können. Sag mal, Leute, wenn ihr rein zufällig hier diese ganze extreme Folgensache hier immer guckt, die da wöchentlich kommt, ist es bei euch auch so, dass dieses Spiel so hart am Rumbacken ist im Moment? Also ich finde das wirklich sehr heftig. Also das ist schon echt krass. So, er malt immer dasselbe hässliche Bild. Ja, mach mal eine Versammlung. Mit ihr müssen wir ja bald mal den Typen da anangeln. Oh, die ist ja süß. Spatula. Klingt wie ein Muskel oder wie ein Knochen, wenn ich es irgendwie so an Scapula oder sowas denke. Ich finde cool, wenn man sich mal so das Ursprüngliche hier anguckt, wie man das so verändert hat. Hier ist sogar gleich geblieben. Bei Livos hat sich zum Beispiel was verändert. Also ich finde diese Sachen halt cool, ne? So, geh das mal verkaufen. Aya wurde befördert, das ist schön. Das ist doch gut. Und Aya ist einfach gigamüde. Deswegen darf sie schlafen gehen. Was steht da? Zusammensitzen. Achso, ich dachte zusammen schlafen. Das wäre jetzt echt komisch gewesen. Oh, Charisma braucht sie. Aber sie darf erstmal schlafen gehen. Okay, nun aber malen. Kannst du noch mal machen? Wie sieht's denn bei dir aus? Du kannst ja mal deinen Dad herbeirufen. Ist zu weit weg. Na klasse. Der Dad kommt auch nicht auf die Idee, zu seinem Sohn ins Zimmer zu gehen. Ich finde geil, dass der hier irgendwie nicht älter wird. Er ist noch ein junger Erwachsener. Also, dass der nicht älter wird, okay, er ist ein Vampir, ne? Aber merkwürdig, merkwürdig, alles merkwürdig. Okay. Ist mal aufs Klo. Gott, Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule gehen. Du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein. Manieren steigt, das ist gut. Nachdenklich duschen. Und dann kannst du mal Chili servieren. Weil dann können alle essen. Aya pennt. Emilias malt. Willst du mich eigentlich verarschen? Zusammen aktuellen Kanal schauen. Rede doch mal. Mit Noten prahlen. Willst du über Marsmenschen erzählen? Von Ideen labern. Diese Gruppensachen hier, ey. So, wir werden mal hier seine sozialen Dinger hochmachen.
Gut, wenn man natürlich ein Vampir ist und sich einfach überall rein teleportieren kann, dann bringen die Türen abschließen halt auch nichts mehr. Oh, ich kann das alles ernten. Geil. Das kann Chihiro ja gleich machen. Jetzt hat sie schon das Curry-Ding an. Haben wir mit ihr jemals das Curry-Teil gewonnen eigentlich? Ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich will ja nichts sagen, aber mein Charakter hat die Küche gerade bugfrei benutzt. Über Familienmitglied nachdenken wahrscheinlich, ja. Kannst du bitte mal schneller kochen? So. Du gehst schlafen, das ist ein guter Plan. Du gehst auch bei euch im Bett schlafen, naja, das ist ja gut. So, du stehst jetzt mal auf. Nimmst du hier ein Gericht? Dann kannst du die Toilette verwenden und nimmst ein Schaumbad und kannst dann wieder schlafen gehen. Das ist immer anstrengend, dass die Leute schwanger werden. Oh, das Bild ist toll. Das werden wir jetzt mal hier mit hinhängen. So. Das erste schöne Kunstwerk, was Isaiah, sag ich schon, was Emilias gemalt hat. Was hat er denn gemalt? So ein hässliches Fahrrad. Aber es bringt 1377, ja. Ja, laber doch mit den Leuten. Hallo, du kennst den doch. Ach, egal. Leiter der Gruppe Familie loben. Ich lobe mich mal selber. Über Ästhetik beschreiben, über Grillkäse reden. Was man halt so alles macht. Sprich mit deinem Vater, der ein Vampir ist, über Grillkäse. Obwohl er eher so der Plasma-Mensch ist. Aber egal, an normales Leben zurückdenken. So. Jetzt keinen Spaß. Dann darfst du noch mal ganz schnell Videospiele spielen. Und dann kannst du auch schlafen gehen. So, mein Stuhl, der knarrt hier schon manchmal ein bisschen. Ja, dann beenden wir mal die Versammlung. Du darfst meditieren. Dann darfst du alles ernten. Und bewässern. Ich überlege, ob wir es düngen. Wir bekommen jetzt bestimmt wieder ziemlich viele. Oh, Isaiah ist wach. Der will umarmen. Am besten benutzt du mal das Töpfchen. Oh, wir haben ja hier das Essen stehen gelassen. So. Dann nehmen wir auch mal den Teller, der hier ist. Hat ja super funktioniert. Ich frage mich, ob der Kühlschrank jetzt auf dem Essen steht, aber egal. Dann nimmst du dir hier ein Gericht. So, was brauchtest du noch? Fantasie, ne? Fantasie und Denken. Dann mach Simshape und Lava. Mit Lava malen. Er ist auch wach. Duschen. Dann geh halt nochmal schlafen. Schadet nicht. Level 2 der Gärtnerfähigkeit. Das ist praktisch. 5700 irgendwas. Jetzt haben wir 14.000 Simoleons. Da können wir doch schön die Dekokeule schwingen. Am Ende des Let's Plays. Und er kann hier mal alles aufwerten. Das ist das Praktische halt am Vampir, ne? Muss man halt echt sagen. So funktioniert das mit dem Essen? Perfekt. Dann packen wir das nämlich jetzt mal in den Kühlschrank. So, das schmeißen wir in den Müll.
Ich schmeiß immer meine benutzten Teller in Müll, das funktioniert halt besser. Jetzt haben wir schon Weiterentwickelprobleme, die er nicht lösen kann. Du gehst erstmal duschen. Und dann malen wir mein klassisches Gemälde. So, du stehst einfach jetzt schon auf. So, gegossen hat er ja schon, ne? Das ist gut. Da eskaliert eine Katze irgendwo. Ja. Ah, endlich Wochenende in-game. Und sie muss arbeiten. Wunderbar. Er kann ja ein bisschen ausschlafen. Sie auch noch. Das ist natürlich schön, dass das Spaß fördert. So, wie sieht's denn aus, mein Freund? Irgendwie ist deine künstlerische Seite einfach viel besser als die von Emilias, aber Emilias hat bis jetzt das schönere Bild gemalt. Ich würde mir ein bisschen Gedanken machen, Daniel, ne? Aber gut. Sie sieht einfach wieder hässlich aus. So. Weiterentwickeln. Jetzt haben wir aber alle, ne? Also von hier bis auf die da. Dann müssen wir die nämlich auch noch weiterentwickeln. So. Den Frosch kann man ja mal schnell machen. Aber es wird schon wieder ein bisschen knapp zeitlich, glaube ich. Auch für die Einfamilienhaus-Challenge, da habe ich ja echt ein Kind nach dem anderen gemacht, ne? Und ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 3,5 Stunden im Stream verbracht, bis ich die Woche rum hatte. Das war heftig. So. Danach darfst du den Garten pflegen. Okay. Dann servierst du Pfannkuchen? Er hat schon gegessen. Du machst auch mal. Oh, er ist hier fleißig. Das ist gut, das fördert die Manieren. Okay, Tischdecken mit Blau. Was hat er? Boah. Dann darfst du. Schimpf deinen Bruder aus, ey. Knuddeln. Trösten. Tag verschönern. Und dann Isaiah in den Schlaf lesen. Dann bist du hier der beste, schöne, große Bruder, den es gibt auf der Welt. Du machst alles drei gleichzeitig, weil du ein Vampir bist und super bist. Was machst du? Hallo? Dein Bruder ist 2 Stockwerke höher, mein Freund. Der kommt jetzt nicht hier runter, oder? Lass mich eigentlich verarschen, ey. Ich sag dazu nichts. Level 8 der Gartenfähigkeit, Mensch. Pipped up frenzy. Kimba. Chow Tokibo. Sika. Pelswa. Pick up. Rogan in Paza. Oh, Brüder. Wie schön. Arbini Mobzi. Erebrup Droba Florbster. Weezer Scheib. Oh, Pwib. Gorbis Efrize. Quibana Groots. Ach, ich finde das toll.
Habe ich schon mal erwähnt? Nee, gut. Gut zu wissen. Sehr selbstsicher. Was hat er denn gemalt? Irgendwas Hässliches. So, dann darfst du noch mal was malen. Du spielst schon Computer. Das ist nicht schlecht. Ach, nimm dir noch ein Schaumbad. Warum nicht? So, wenn das Kind dann da ist, dann zieht sie einfach zu ihm. Heiraten werden die dann halt nicht. So, was könnte sie denn mal machen? Oh, er ist fertig. Er hat auch was Cooles gemalt. Verkauft es mal an einen Sammler. Dann geh doch mal Sims Forever spielen. Was will sie jetzt essen? Ja, erstmal essen. Hauptsache essen. Gut, ich freue mich auch, wenn ich dann morgens erstmal essen kann. Vor allem so in der Schule. Diese heftigen Schulzeiten, ey. Ach, unser schöner Garten. Unser sehr ertragreicher Garten. Frösche züchten. Ich werde Livers gleich auch mal zwei hinstellen. Dann kann er nämlich auch immer Frösche züchten und Geld kriegen. Sie braucht Spaß. Erstmal gehst du in die Toilette, gehst duschen, darfst schnell ein bisschen Zuflucht spielen, gehst nochmal schlafen, weil du musst nämlich auch, glaube ich, okay, du musst in 44 Minuten arbeiten. Das ist natürlich blöd, aber okay. Sie arbeitet schon. Sie arbeitet auch schon fleißig. Das ist gut. Ihr fehlt zwar noch ein bisschen Charisma, aber hey. So, dann ein großes, klassisches Gemälde. Mein Freund, um Hilfe bitten. Sie kann den Abgabetermin nicht einhalten. Leistungsverbesserung mittelgroß. Das ist natürlich gut, dass diese Sachen, die man jetzt gelevelt hat, dass die halt immer für das Bessere sorgen. Da bräuchte man halt echt... Oh, Danik hat ein Meisterwerk gemalt. Das ist ein Meisterwerk. Auf jeden Fall. Okay. Geh mal zur Arbeit. So. Du malst einfach noch eins. Und du gehst jetzt mal aufs Festival, nachdem sie zur Arbeit ist. Ciao, Chihiro, schönen Schlaf auf der Arbeit. So, und wir gehen jetzt zum Romantikfestival alleine. Oh, Hesley, der ist so süß. Aber wir können ja nicht einfach jeden Hund von der Straße aufnehmen. Also wir können schon. Ich sag's mal so, aber wir sollten es nicht. Hallo? Hör mal auf und geh zu diesem Festival. Alleine. Hör auf. Ich möchte die Blumen von da haben. Die kann man nämlich auch nochmal schön verscherbeln. Dann können wir nämlich ein bisschen Deko dann aufhübschen. Ich glaube, wir werden in den 30 Minuten nicht ganz fertig. Vor allem nicht mit diesem Ladescreen hier, ey. Also, das dauert ja zum Glück überhaupt nicht lange. So, geh schon mal hier hin. So, fangen wir mal an. Ernten. Willst du dich etwa an die nächste Frau ranmachen, die hier ist, oder was? Nicht, dass du verheiratet bist und eine schöne Hochzeit hattest. Nein. So. Na gut, wir haben natürlich das Glück, dass wir diese Packs überhaupt haben. Dass wir das hier benutzen können. So, danach gehst du nach Hause. Genau. Perfekt. Livos hat ja dann nicht das Glück, irgendwie zum Festival zu gehen und sich mal die Blumen da zu holen. Aber dafür haben wir ja hier Zeit und Geduld, die ganzen Blumen aufzuwerten und alles. Da ich glaube, das würde ihn jetzt überfordern, wenn wir sowas hier noch vorschlagen. Deswegen kann er da ja schon mal profitieren, weil wenn er dann so ein... Also so zwei Ernten kriegt man auf jeden Fall raus, denke ich. So, dann gehst du mal aufs Klo, nachdenklich duschen. Und dann kannst du mal kochen. Macaroni und Käse.
Du schläfst bitte, ja? Schlafen. Er fühlt sich zwar okay, ach nee, er ist doch eingeschlafen. So, wie sieht es mit deinem Bild aus? Du malst es bitte weiter. Das ist das erste vernünftige Bild von ihm, was ich sehe. Es ist Singlenacht in der Bar. Und mein Vater möchte mit mir dahin gehen. Eigentlich will ich auf jeden Fall nicht mit meinem Vater dahin gehen, ja? Nur mal so gesagt. So, Aya hat Fettgeld mit nach Hause gebracht. 200 Simoleons. Die kann stolz auf sich sein. Nicht. Wenn man so sieht, was die Mama verdient, ne, da würde ich mir mal Gedanken machen, meine Liebe. Kochkanal. Dann darfst du aufs Klo gehen und schlafen. Entbindung in Frage. Okay, vielleicht kommen wir gar nicht mehr dazu, dass ihr euch einen Namen aussuchen könnt. Ja, setz dich mit hier hin. Guck den aktuellen Kanal mit an. Was macht er jetzt? So, Chihiro ist auch wieder da. Und sie fällt gleich um. Er kann das mal reparieren. Die fette Dusche. Dann trinkst du was. Wisch das mal auf. So, und irgendjemand feiert jetzt hier auch bald mal Geburtstag, ne? Glaube ich. So. Du kannst dann das Gemälde fertig malen. Wir können jetzt mal hier die Erträge nochmal verkaufen. Jemand hat auch mal Geileres von dort bekommen. Aber ich will mich nicht beschweren. So, mal das zu Ende und dann gehst du ausschlafen. Doch, du kannst das aufwischen. Die Luft ist hibbig, ich kann nicht aufwischen. Oh nein, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Das wird alles zerstören. Oh mein Gott. So. Ich glaube, er hat hier auch was fertiggestellt. Wow, wir sind echt, echt gut hier mit dem Geld dran, ne? Das gefällt mir echt gut. Ja, dann mach doch nochmal eine Meditation hier. Wir müssen mal gucken. Danek 2 Tage, Isaiah 1 Tag. Oh, ich werde alt. 3 Tage. Emilia 17, na immerhin. So, und dann malst du aber hier oben. Wo hast du jetzt angefangen? Hier. Macht er das jetzt noch zu Ende? Nee, natürlich nicht. Aber du darfst dann hier auch malen. Die war auf dem Klo, das ist gut. Jetzt kannst du schlafen gehen. Geh mal ganz kurz speichern. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass das Baby gleich kommt von ihr. Wenn sie ausgezogen ist, ey. Dann könnte Isaiah das Zimmer hier unten bekommen. Und da rechts könnte man so ein Büro draus machen oder so. Was hat sie jetzt? Hallo, gehst du bitte wieder schlafen? Danke. Ja, zum Glück nicht nervig oder so. Gleich die Wehen haben eingesetzt. Nein. Der Geburtstag von Chihiro naht. Das sind echt nicht schöne Sachen. Oh, das sieht auch geil aus, was er hier malt. Das werden wir behalten. Das machen wir hier hin. Das sind Omis und Opis. Kunigunde und Edeltrudo oder so. Edeltrudo. Also was schneller malen. Ich weiß, dass du Perfektionist bist, ne? Aber. Dankeschön. Rahmen. Sehr schön. Hat er jetzt? Er ist nicht sehr glücklich. Okay. Du kannst Isaiah mal im Schaumbad baden.
kümmerst dich sehr um deinen Bruder. Das finde ich schön. Mach das im Zimmer der Schwester, die Wehen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passiert. Okay. Hallo? Baby im Krankenhaus bekommen. Wir schicken sie jetzt allein los. So, Mädchen, Junge. Mal gucken. Es ist ein Junge. So, der Vater heißt ja Delgato. Wir machen Doppelname. Yannick. Yannick. Nein, wir nehmen Luis. Luis ist doch ein italienischer Name. Luis. Emilio Delgato Lee. So. Das ist so mein richtiger Italiener. Ah, ne, sind die Spanier, ne, egal. Volles Haus. Achtköpfiger Haushalt. Ach du Scheiße. So, wo haben wir das Baby? Natürlich bei Livos. Klasse. Jetzt muss ich hier mal die Babywiege klauen und ihm eine neue hinstellen. Super. Grandios. Wunderbar. Phänomenal. Da. So, wo packen wir das Baby hin? Vors Bücherregal. Dann gehst du mal zu deinem Baby hin. Reden, liebkosen, angurren. So, was macht er da jetzt? Wolltest du deinen Bruder nicht baden? Oder hast du ihn gebadet? Ja, du hast ihn gebadet. Das ist mir hier too much, ey. So, du gehst jetzt einfach nochmal malen, damit du beschäftigt bist. So, was ist mit dir? Du hast Hunger. Ja, okay, dann kann man mal aufstehen. Alter, sie ist Oma. Ich bin Oma geworden, ja? Ich bin einfach Oma geworden. Krass. Das ist schon heftig. Los, packen wir mal einen Mülleimer. Ich werde vielleicht eh einen neuen Mülleimer kaufen. Ich frage mich, weil die Katzen mal älter werden. Also Mira ist gefühlt viel schneller gestorben. Dann gehst du mal aufs Klo und duschen. Du gehst auch aufs Klo, das ist gut. Sie hat jetzt schmutzige Windeln. Nein, du brauchst ihn gar nicht füttern. Ja, er kommt vorbei. Sehr schön. Ja, geht doch mal die Windel wechseln. Hallo. Meine Fresse, ey. Okay, und dann gehst du schlafen, weil die Geburt war anstrengend. Und dann ist der Tag jetzt einfach vorbei. So. Komm. Komm, weiter, weiter. Wir schaffen das. So, und ich dekoriere jetzt. Da die Zimmer hier oben ja schon recht gut ausgestattet sind, habe ich jetzt einfach mal hier noch ein bisschen, vor allem für die Katzen hier, die Ecke nochmal dekoriert. So, jetzt kann man das auch schön sehen. Ich habe hier so ein, für Teller und sowas hingemacht, dann ein bisschen Teppich hier hingelegt. Und dann war ich mal so frei und habe die Küche noch dekoriert, dass wir jetzt Hängeschränke haben. Und ja, so ein bisschen Küchenutensilien halt. Und jetzt muss ich mal eine Etage tiefer. Geht das so schnell? Natürlich nicht. Doch, so geht das. Mensch. So, wir haben jetzt hier einmal eine Abgrenzung. Und wir gehen mal in den bekanntesten Bereich, der Fitnessraum. Der hat jetzt ein schickes Bild, wo Hunde Turmdings spielen. Und einfach noch ein Sofa mit dazu. Dann ein neuer Bereich. Extra der Piano-Bereich. Falls dann hier, keine Ahnung, Isaiah kann ja Klavier lernen zum Beispiel. So, ist jetzt beschlossen. Und hier fand ich ganz cool so einen Lagerraum. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, hier schon Sachen hinzustellen.
Da kommen aber auf jeden Fall noch ein paar, weil so bleibt das natürlich nicht. Und ja, das ist, was ich erstmal so grob dekoriert habe. Da ist ziemlich viel draufgegangen. Übrig haben wir jetzt noch 52 Simoleons, aber das reicht ja vollkommen. Ja, dann war es das für diese Challenge-Woche. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.